Ja, damit können wir gleich fighten gehen. Ja, zuerst müssen wir. Jawoll! Wir können Scarecrow. Du kriegst das auch jetzt, ne? Scarecrow und so kannst du machen. Also die Vogelscheuche und so. Yeah, 1000. Perfekt. Das erste, was wir machen, wir gehen jetzt Bohnen kaufen. Zumindest gleich, nachdem wir gegossen haben. Unsere Kohle wird aber mehr! Yes, wir können. Hä? Wir können ernten. Wenn nicht, dann ernte ich das. Nicht kaputt machen. Können sie gleich machen. Und alles rein da. Perfekt. Ja, dann gehe ich mal neue Samen kaufen. Und dann gehen wir fighten, gleich. Nachdem wir das Kram angepflanzt haben. So. Ja, dann starte ich neu. Dann laggt's nicht mehr. Lade ich jetzt ein. Erneut. Das speichert ja alles automatisch. Oder du kannst hier einmal joinen, glaube ich. Bei mir. Er ist halt auch Beta, ne? Muss ja so sehen. Sag, wenn du auf dem Server bist. Da ist er drin. Da sammelt er. Ist doch geil, dass alles noch gespeichert ist. Alles perfekt. So, rein damit. Kohle sammeln. So, oben, wir haben jetzt ganz viele neue Quests gekriegt im Journal. Ja, das werden die Farmtiere machen wir erst später. Reach Level 5 machen wir auch bald, aber erstmal. Eine Scarecrow müssen wir craften. Oh, Kohle haben wir gar nicht. Wir müssen definitiv jetzt runter. Später können wir auch Kohle selbst produzieren an so einem Kohleofen und so. Ich baue mir eben eine Heimkiste. Eine Arbeitskiste. Warum nicht? Hast du keine Scarecrow gekriegt zum Craften? Ich glaube, ich weiß, woran das dann liegt. Dann musst du selber Sachen herstellen, schätze ich mal. Konntest du vorhin herstellen? Mal was testen. Naja, was soll's. Das wird schon. Wahrscheinlich musst du dann selber auch mal ein paar Sachen herstellen, damit das
Je öfter du was craftest, desto mehr Sachen kriegst du wahrscheinlich. Okay, das muss man auch erstmal wissen. Ich gehe mal schon mal einkaufen. Kannst ein paar Patronen herstellen. So, 2-3 Stück brauchen wir noch. Und nimmst du dir Holz raus, craftest mal 3 Stück. Stellst den da oben irgendwo hin. Was denn? Nachdem wir gegossen haben. Lol. Ich mach da nichts hin. Ich brauch das noch. Ja, aber die doch nicht. Truhen, sowas brauchen wir doch nicht. Lol. Jetzt ist mein. Wie arm ist das denn? Was ist das denn jetzt passiert? Ah, okay. Das kann ich wieder wegmachen. Gut. Tim has walked. Tim. Lol. Die Dinger, die wachsen an Stängeln. Das heißt, man kann die nicht. Man kann da nicht durchgehen. Das heißt, man muss immer in der Mitte was freilassen. Man muss die immer von der Seite gießen. Das heißt, ich würde jetzt die so bauen. Und danach gehen wir fighten. Also jetzt das ganze Holz nicht verballern für irgendwas, was wir nicht brauchen. Ein bisschen kannst du machen, das ist nicht das Problem. Lol, wir haben gar kein Holz mehr. Das ist egal. Kisten sind immer gut, da machst du nie was falsch mit. Ja, die Dinger kriegen wir auch umsonst, aber. Aber die können wir auch so nehmen, passt schon. Ist gut. Ich habe mir nämlich gedacht, wir werden hier den Weg gerade führen, und ich so ungefähr, ich zeig dir mal, wie ich mir das vorgedacht habe. Damit es auch ziemlich geil aussieht. Den. Ne? Muss ich das nehmen? Zack. Kannst du wieder abbauen. Naja, ist egal. Auf jeden Fall werde ich hier so unten die, habe ich mir gedacht, eine Art Mauer plus Tor. Hier oben kann man ja durchlaufen. Obwohl, vielleicht sogar hier dann jetzt, ja doch. Und ich habe jetzt auch nichts da. Ist auch egal jetzt. Machen wir später. Erstmal gegossen haben wir, jetzt können wir kämpfen gehen, wenn du Bock hast. Und die Lichter, die sind ziemlich cool, weil wir im Dunkeln müssen wir irgendwann auch mal ernten, wenn irgendwann nichts hat. Moment, ich muss meine Sachen wegpacken. Ich packe oben meine Angel und so rein. Stitche. Wir brauchen Schwert und Pickaxe brauchen wir. Den Rest packe ich erstmal rein bei mir. In meine Truhe. So. Jetzt gehen wir fighten. Also Inventar ist bei mir, habe ich nur 2 Sachen drin. Zeige ich die geile Mine. Ich weiß nicht, wie der Kampf
jetzt im Multiplayer ist, im Singleplayer ist der relativ anspruchsvoll. Wir gehen fighten. Ich mach kurz an die Mülltonne. Auf rechts kannst du übrigens blocken mit dem Schwert. Wirst du auch brauchen. Wir brauchen nämlich jetzt Kohle und solche Sachen. Und Kohle und die finden wir halt unten. Wir gehen fighten. Alle mit allen Leuten sprechen, die du unterwegs findest, damit du die Quests auch... Ich spreche noch mit denen. Kann ich nicht. Doch. Muhaha. Wir müssen bis Level 5 kommen, damit wir mit dem anderen Typen noch reden können. Gehen wir jetzt hier runter. So. Am Anfang sind noch keine Gegner da. Da müssen wir buddeln. Du kennst das ja. Also hier mit nur Steine müssen wir klopfen. Sonst nichts. Damit wir den Treppe nach unten finden. Ah, hier ist eine Treppe. Hier, brauchst nicht weiter. Bist du bei mir? Jo. Und hier haben wir dann solche Sachen wie Kupfer. Das nimmst du auch mal mit. Ist wie gesagt random, wo das ist. Oh, da vorne. Ah! Gegner! Lol, töt ihn. Oh. Kupfer? Was ist das? Amethyst habe ich gekriegt. Mit. Ah, sehr gut, Eingang. Vorab gesehen. Ab Level 5 kriegen wir einen Bonus. Große Steine können wir leider noch nicht. Die Teile kann man auch, diese Lichter abbauen. Also sollte ich, glaube ich, nicht machen, ist zu dunkel. Immer in die, wenn es geht, in die Ecke drängen und dann angreifen, damit die sich nicht wehren können. Oh, du hast eine Bombe gekriegt. Cool. Die sind echt böse. Immer in die Wand oder so, damit sich nicht wehren. Oh, die machen ja so gut wie gar keinen Damage im Multiplayer. Im Singleplayer machen die richtig viel Schaden. Ein bisschen die KI ausnutzen. Also, immer wenn die irgendwo in der Ecke sind, mal eine Ecke draufhauen. Oder hier, wenn du sowas hast, diese Dinge kannst du auch zerstören. Da findest du so Höhlenkarotten und so. Hier ist schon der Ausgang. Also, ach, da ist noch ganz viel. Das ist super. Kupfer brauchen wir für Kupfersachen, Kupferwaffen und so. Ich nehme die mal mit, die Kerzen. Und hier unten kannst du noch, wenn du sowas hast. Mal noch ein bisschen sammeln. Oh, ich habe eine Geode gefunden. You found a Geode. Super. Ich glaube, das Erste, was wir machen, ist uns ein Backpack kaufen, damit wir mehr tragen können. Das sieht interessant aus, was du da hast. Bevor wir runtergehen, gucken wir noch, ob wir noch irgendwo Kupfer haben. Wir müssen keine andere... Pass auf deine Energie auf. Wir brauchen nicht. Wir haben schon eine Treppe gefunden. Wir brauchen nicht normale Steine klopfen. Go away. Ich gehe einfach rein. Energie sparen. Scheiße. Snatch. So, jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Da ist es. Da können wir jetzt... Ist jetzt gespeichert ab Stufe 5. Wir können immer wieder auf Stufe 5 runter. Jetzt. Das laggt, wenn der springt, aber okay. Okay, hier ist zu dunkel. Das gefällt mir nicht. Wir gehen einfach mal hoch wieder. Dann zeige ich dir erstmal. Okay, cool, du hast geile Sachen gefunden. Und wenn du hier hochgehst, kannst du wieder auf 0 gehen. Und wir können auch wieder runter auf 0. Ich bin jetzt weg, übrigens. Ich bin. Wenn ich jetzt auf 5 gehe, müsste ich eigentlich bei dir sein, oder? Jo.
Ohne Licht ist scheiße. Aber ich habe ja... Ha, siehst du das, wenn ich das leuchte? Um mich herum? Oder sehe nur ich das? Ja gut, dann kann man auch so gehen, nach dem Ding suchen. Da sollte man immer eine mitnehmen. Also ich gebe dir mal eine. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich teilen kann. Warte, ich kann eine hinsetzen, dann kannst du die abbauen. Warte. Hier. Warte, da. Einmal mit der Hacke, dann kannst du die abbauen. Dann hast du die. Das Teil. Nimmst du deine Pickaxe und haust auf das... Hast du nicht? Nicht meine ich Hacke, meine deine Spitzhacke hier. Einfach mal draufhauen auf das Ding. Und jetzt kannst du dir selber leuchten, wenn was ist. Oh, es ist 12 Uhr, wir müssen pennen gehen. Das war, wo wir unten sind. Null. Zack. Geil! So viele Sachen gekriegt. Oh Gott, wir fallen um, wenn wir Pech haben. Lauf! Ich nehme eine Kerze. Nimm mal die Kerze in die Hand. Ich will mal sehen, ob das leuchtet bei dir. Hä? Hast du gekriegt? Bau die nochmal ab hier. Bau die nochmal ab. Ja, oh, sie leuchtet bei dir. Tatsächlich, ich sehe das. Wusste ich nicht. Dann kann man die immer mitnehmen, wenn man... Das hätte mir so viel leichter einiges gemacht. Weil manchmal ist es so dunkel, da siehst du gar nichts. Unten in der Mine. So, nach Hause. Oh no. Mit dem Schwert kannst du übrigens auch die Dinger wegmachen. Pennen. Ich packe erstmal den Kram noch hin. Um 2 Uhr fallen wir gleich tot um, ne? Nicht jetzt. Komm pennen, sonst ist es zu spät. Das kostet jetzt extrem viel Kohle. Warum hörst du nicht? Vorgeschächte hat er jetzt. Gut. Bei mir bist du übrigens woanders. Ich hab eine Event, habe ich. Clint. Okay, der sagt mir jetzt. Cool, ich habe einen Blueprint gekriegt. Ja, yeah, jetzt können wir eine Schmiede bauen. Perfekt. Das ist super. Ich gehe erstmal in meine Kiste. Ich muss alles wegpacken. Ach, theoretisch kann man nochmal fighten gehen. Gießen müssen wir ja nicht. Können wir ab Stufe 5 wieder weitermachen. Oh, wir haben 800 Dinge. Ich gehe nochmal... 1. Du kannst ja eventuell schon mal... sind wir nicht zusammen, das passt nicht. Kaufen. Ich glaube, da kommen wir auch nochmal ganz gut hin. Sache, das geht doch. Je mehr man macht, desto mehr steigt man da auf. Wusste ich auch nicht. Nein, dann damit bringt das nichts. Stell die da unten hin.
Hier. Ist das gleich mal ordnen? Ich geh erstmal einkaufen. Oh no, es ist Sonntag, man kann nicht einkaufen. Kommst du kämpfen? Ich gehe in die Mine. Doch, man kann am Sonntag auch noch einkaufen. Seit wann das denn? Dann kaufe ich erstmal Bohnen. Oh. Erstmal Bohnen pflanzen. Und wenn die ersten Bohnen kommen, werden wir uns Backpacks kaufen. Dann können wir mehr tragen. Das ist auf jeden Fall notwendig. Jetzt bau doch nicht den ganzen Scheiß. Das Ding geht kaputt, der Holzzeug. Das ist Quatsch, was du machst. Wir brauchen das Holz noch für die anderen Sachen, ne? Du verbaust das gerade. Komm in die Mine. Gehen wir fighten. Ein bisschen Kohle sammeln, ein bisschen dies sammeln. Wir brauchen 20 Kupfer, mein Freund. 20 Kupfer und ein bisschen Stein. Wenn wir das haben, wir brauchen noch Holz, um die Wagen zu reparieren, für Schnellreise und ach, alles Mögliche. Ich glaube 500 oder so. Ich muss nämlich jedes Mal laufen, wo du dich auch hin teleportieren kannst. So, hier ist immer noch nichts. Okay, wir wieder zurück. Wir können jetzt wieder in die Mine gehen. Bist du schon unten? Ja, da ist er. Auf Stufe 5. Ach, den brauchen wir nicht. Oh toll, jetzt habe ich die Hacke mitgenommen. Wollte ich auch nicht. Okay, das heißt, wir müssen graben. Ist nichts da. Kein Weg nach unten. Wie viel Pech kann man denn haben? Dass man den Ausgang nicht findet. Ah, hier. Hier ist er.
Holz brauchen wir übrigens auch, um Kohle herzustellen. Also nicht so unnötig viele Wege bauen und so. Das ist nämlich verdammt. In diesem Spiel brauchst du super viel Holz. Und Stein. Mein Gott. Gibt's keinen Weg nach unten? Ich habe keine Energie mehr. Hast du noch? Also müssen, wenn wir können, bis nach Level 5 runter, ne? 10. Das gibt's doch nicht, wie viel Pech man haben kann. Vielleicht, wenn wir den töten, geht das. Oh, Maulwurf. Muss mal. Wir sind auch noch arsch viele Steine. Ich habe keine Energie mehr. Ich kann nichts mehr machen, außer mitzugehen. Ich habe vorhin noch gegossen und so. Hast du auch keine mehr? Wo regnet's? Draußen ist doch gut. Da muss man nicht gießen. Ich hab nicht gegossen. Ich hab gepflanzt. Ich hab hier umgegraben, habe ich. Platz gemacht. Ich weiß es nicht, welches wir sind, aber wenn du noch Energie hast, dann machen wir noch weiter. Ich hab nämlich nicht mehr. Hälfte. Ja gut, dann schaffen wir das noch. Mach mal. Ich kann nur mit dir laufen. Und sammeln. Mehr kann ich nicht machen. Auch nichts zu essen, nichts dabei. Hier oben noch. Hier ist aber auch sonst nichts mehr. Oh, der hat einen Stern. Der ist ein bisschen stärker, glaube ich. Ne, ist er nicht. Ist ein ganz normaler. Lol, der hat einen Fuck gedroppt. Ein Ring oder so hat er für dich gedroppt. Wow. Das kannst du anziehen, den Ring. Es sei denn, du hast ihn schon automatisch angezogen, kann natürlich auch sein. Na gut, jetzt weiß ich das auch. Monster, die so ein Ding über dem Kopf haben, die haben Items. Leiste dir seelischen Beistand. Hier haben wir angefangen, ne? Ja. Können wir gar nicht hin. Musst du noch so ein paar Steine klopfen. In der Hoffnung, dass da irgendwo der Ausgang ist. Oder einen runtergeht, damit wir speichern können. Die Mine speichern können. Gibt's doch nicht. Kein Ausgang. Schon 11. Jawohl. No, es fehlt noch eine. Bis zum. Ich glaube, so viel Energie haben wir nicht.
Shit. Das ärgert mich. Alle. Dann haben wir ab. Bringt nichts. Haben wir leider nicht geschafft. Bis zum nächsten Punkt vorzudringen. Leider nein. Schade. Hätte sein können. Beim nächsten Mal. So, jetzt müssen wir uns beeilen, sonst kriegen wir wieder Energieabzug. Bist du schon im Haus am Pennen? Nee. Go, go! Bin schon drin. Boah, Timmy! Nur noch Hälfte Energie. Das sind immer weniger. Ja, ich habe die Hälfte nur noch. Dann gieß mal. Ich ordne mal so lange die Kisten. Ah, ich habe gar keinen Platz dafür. Guck schon mal, was man verkaufen kann. Aber hier von nichts. Wir brauchen eine CD, kann man verkaufen. Die Cola brauchen wir. So, wollen wir mal ein bisschen Kohle herstellen. Oh. Moment. Wie habe ich denn immer Kohle hergestellt? Wir brauchen eine Kohle, um Kohle herzustellen. Das kann ich mal sagen. Ach, das Kohleteil haben wir nämlich noch gar nicht zum Herstellen. Das wird doch noch ewig brauchen, bis wir das kriegen, sehe ich gerade. Scheiße.
kann ich, sehe auch gerade, man muss gar nicht craften, um die Sachen herzukriegen. Einfach nur Farmsachen machen. Das reicht. Gibt es neue Rezepte. Geh mal zum Strand ein bisschen sammeln. Hundert Stücke Holz brauchen wir. Dann gehe ich noch ein bisschen Holz hacken. Wo hast du denn den Dünger hergekriegt? Den braucht man nicht. Warum stellst du denn her? Aber gut, kannst du mal ausprobieren. Ist doch nicht schlimm, dann können wir den ja schon mal verwenden. So, ich nehme das gesamte Holz und gehe jetzt die Brücke reparieren unten. Weil dann kann man nämlich See-Seafood sammeln und es gibt Geld. Dafür, dass noch nichts gewachsen ist und so. Einfach zusätzliches Geld, ich glaube so 500 am Tag oder so. Ist gar nicht mal wenig. So, fertig. Naja, diesmal war nicht wirklich viel da.
Bist schon wieder in der Mine? Okay. Ich ordne mal so ein bisschen. Zumindest hoffe ich das. Ich räume dann gleich ein bisschen rum. Also nicht jetzt, sondern gleich. Ich packe den ganzen Waldkram da oben rein. In die Kiste. Und das Bauzeug wird unten drin sein. Wir müssen gleich pennen gehen. Hier. Da ist er pennen. Doch mal pünktlich, mein Freund, pünktlich. Ja, noch nicht. Haben wir noch keine Kohle für. Ich gieß von links nach rechts.
Ja? Weiter Kupfer fahren? Ah, genau, es gibt noch einen Zauberer hier, den muss ich noch, wollte ich noch zeigen. Den musst du auch noch ansprechen. Dann sind wir hier lang. Nebenbei ist oben links die Koppel. Jetzt mit der hier zum Beispiel noch sprechen. Das ist wahrscheinlich auch noch nicht gemacht. Dann gehen wir erstmal oben rein. Hier ist aber, glaube ich, niemand mehr. Nö. Hier nur raus. Wir hier noch. Ich meine, rechts ist das Sommerhaus, das ist zu. Nehmen wir links. Ja. Nein, wir müssen hier lang. So. Oh, ich komme nicht durch hier. Okay, ich kann dann. Wir können da noch nicht rein. Ja, das war's auch hier. So mehr ist jetzt nicht. Dann gehen wir nochmal in die Mine. Unten rechts an der Seite ist eigentlich nie was, da kann man mal lang gehen. Oder? Okay, doch nicht. Ach, scheiße. Dann gehen wir noch ein bisschen Mine oder Holzfarm. Ich würde sagen Holzfarm. Habe ich alles ausgegeben vorhin. Ich brauche meine Axt. Schaffen wir auch gar nicht mehr von der Uhrzeit in die Mine, da kommen wir nicht tief genug rein. So, und morgen müssen wir eigentlich schon ernten können. Und die wachsen immer wieder nach, die Dinger. Die sind super. Kann ich direkt sagen, welches die besten Saatteile sind, die es gibt. Kenne ich ja schon. Weiß ich ja. Alles das, was nachwächst. Im Sommer müssten das Tomaten sein, glaube ich. Muss ich mal nachgucken. Thank you.
Die Kisten werde ich jetzt so anordnen, dass wir Sachen, die aus dem Wald kommen, kommen halt oben momentan rein. Bauzeug kommt unten rein. Und noch zwei Werkzeugkisten müssen wir bauen. Eine für dich, eine für mich, wo die ganzen Werkzeuge reinkommen. Gibt ja noch ein paar mehr. Aber ich habe keine Energie mehr, bin leer. Ich gehe nochmal zum Strand Geld sammeln. Ich habe jetzt beim Strand unten rechts die Brücke repariert. Das heißt, da kann man jetzt immer Seafood finden. Also zusätzlich. Und das sind mal die 200-300 geben oder so. Im Sommer gibt es meistens super viel da unten. Je nachdem, wie lange man nicht da war. Und die kann man halt immer sofort verkaufen, weil Geld. Also eigentlich kann noch ein paar Dinger sammeln mit Glück. Einkaufen. Ach komm, jetzt komme ich da nicht durch. No, das ist schon zugemacht. Es darf noch nicht zu sein. No, es ist zu. Nein, ist nicht zu. Doch, ist zu. Fuck. Im ersten Jahr ist nichts da. Die Armen. Cool, Hund ist da. Thank you.
voller Energie. Ich geh noch mal ein bisschen Holz fahren. Also mein Plan ist jetzt, bevor wir uns goldene und Kupferdinger Sachen holen, dass wir erstmal die Sprinkler aufbauen, die bald kommen. Das heißt, dass man nicht mehr selber gießen muss und das Ding einfach von alleine wächst und man andere Sachen machen kann. Also einmal anpflanzen, dann bis zum Rest des Dingens wird es halt selber gegossen. Super geil. Das ist schon die perfekte Anordnung. Das ist genau, wie ich das mache. Das wird super. Ich muss leiser machen, das ist voll laut. Ich brauche noch, lass mal gucken. 5 brauche ich noch. Ja, dann such mal da die Leute. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Du kannst einfach mal Tab drücken und dabei, nicht Tab, sondern Escape und irgendwo bei den Herzchen. Siehst du, dann siehst du, mit wem du schon mal gesprochen hast und mit wem nicht. Ungefähr. Das heißt, du hast mit dem Zauberer noch nicht gesprochen. Du hast mit, zum Beispiel ich jetzt. Mit 1 sehe ich genau, mit wem ich nicht mehr gesprochen habe. Komischen Zauberer, dann den komischen Doktor muss ich noch sprechen. Dann mit dem und dem und dem. Und dann weiß ich Bescheid. Wenn du schon mal unterwegs bist, kannst du gleich mal nochmal zum Strand unten rechts gucken, ob da Kohle zu finden ist. Also Seezeug. Dr. Harvey. Jetzt mit dem geredet. Jo. Ich muss noch reden mit Zauberer. Okay, grüne Haare, Zauberer. Oh no, da ist sie, grüne Haare. Halt! Dann muss ich noch reden mit. Okay, das war wer anders. Haben von den Typen im Jaja-Markt nichts kaufen und sowas. Die sind böse. Dann kriegen, beenden die die Story und dann kannst du nichts mehr von der Story mitkriegen. Ist quasi Abkürzung. Aber ist kacke. Wenn das Haus nicht repariert, dann hast du keine Endstory, nix.
Von dem komischen Supermarkt oder was auch immer das sein soll. Da darfst du nix, mit keiner Mitgliedschaft beitreten, nichts. Und zwar versaust du das Spiel damit. Das ist mir am ersten Mal passiert, wusste ich nicht. Oh ja, das gibt Geld. Oh ja, das gibt Kohle. Dienstag geschlossen. So, wo sind die letzten?
Also wir können nochmal in die Mine gehen, wenn du Bock hast. Wir können auch Voice ausmachen, wir können auch nur schreiben. Wenn dir das lieber ist. Was ist NR? Okay. So. Wenn du labern würdest, wäre es besser. So, komm, Mine. Kleiner Gay-Farmer, du. Ich zwinge dich jetzt zu fighten. Bis Stufe 5 müssen wir runterkommen. Also weitere 5 Stufen. Dann können wir wieder speichern. Come on. Komm schon. Schneller. Mine, wartet. Hier oben sind noch Leute, mit denen wir dann reden können, wenn wir Stufe 10 erreicht haben oder so. Ich glaube, mit denen können wir können die Quest gar nicht abschließen, weil uns der Typ hier fehlt. Komm mal zur Mine. Hier vorne nämlich ist noch ein Haus. Und da können wir nur rein, wenn wir uns bewiesen haben in der Mine. Und da ist noch ein Typ drin, den wir brauchen. Wasser mit. Vielleicht brauchen wir das. Hier rechts ist so ein Goblin, den können wir freimachen. Stufe 5. So, dann gucken wir mal. Diesmal habe ich Energie. Aber wie gesagt, es schadet ja auch nicht, erstmal rumzugucken, ob wir nicht irgendwo noch Kupfer finden. Ja, super. Perfekt. Reck mal rein. Hier ist ein Eingang bei mir. Links, links. Ich bin auf der linken Seite. Hier. Natürlich gibt es natürlich bessere Sachen und stärkere Gegner, je tiefer wir kommen. Aber das ist nur eine von zwei Minen. Es gibt zwei Minen. Ah, hier ist eine Treppe. Sehr gut. Da können wir noch gucken, ob noch irgendwo Kupfer ist. Aber ich glaube, nee, lohnt sich nicht. Da verlieren wir nur Energie. Gehen wir runter. Umso schneller haben wir Stufe 5 und können direkt weiter. Da kommen wir noch in Eis-Dungeon, in Feuer-Dungeon kommen wir noch rein. Ach, da gibt's so viele Sachen. Lohnt sich gar nicht, die zu töten. Die verbrauchen so viel Energie. Ah, perfekt. Oh, perfekt. Da können wir gleich runter.
Scheiß auf den, komm runter. Hier. Lol. Ja, ich glaube, weil das nicht gespeichert wurde bei dir. Kann ja schlecht. Der Tag speichert nur dann, wenn du schlafen gehst. Das heißt, du bist quasi jetzt reingejoint als... Echt? Wie arm ist das denn? Cool. Aber ich kann nicht mehr. Ich bin schon auf Stufe 10 runtergekommen. Ich hätte keine Energie mehr. Kannst du mal Holz hacken oder so? Dann gehen wir morgen nochmal runter. Dann gehe ich nochmal nach Seafood gucken. Ich gebe nochmal Kohle am Ende. Und morgen müssen wir eigentlich schon ernten können. Dann können wir uns auch schon die zweiten Backpacks kaufen. Und ja, dann haben wir noch eine Reihe mehr. Das ist echt, echt notwendig. Ich habe echt spät rausgekriegt, dass man sich ein Backpack kaufen kann. Beziehungsweise war noch nicht implementiert und als es drin war, wusste ich nichts davon.